Von 2014 bis 2019 hat man ca. 400 Incidenten auf den Barrieren. Das sind 400 Risikosituationen, die hatten keinen deutlich anderen. Also es kann so, dass 2003 auf europäischem Niveau ein Direktiv rauskommt, die 2009 in Kraft getreten ist. Und das ist wirklich für den Beruf des Berufschauffeurs zu revalorisieren, mit dem Hauptziel, mehr Sicherheit auf die Straße zu bringen. Hinter dem Bestehen vom Centre Formation pour Conducteurs ist ein ganz eng Zusammenarbeit zwischen dem CFC und auch der CRL, was die Straßensicherheit betrifft. Sodass das ein ganz gutes Zusammenarbeit ist und da will ich dann auch profitieren für meine Hoffnung. Und merci zu sagen, wo wir schon seit Jahren auch beim CRL-Sicherheitstag immer mal aktiv sind und wo wir in den letzten Jahren ganz aktiv zusammenarbeiten, was die Ausbildung von der Berufschauffeurin ist, für die Berufschauffeurin eben Problematiken und die gefährlichen Punkte um einen Passagerniveau in Minute zu bringen. Den Circuit zu Süssen für die Berufschauffeuren, der wurde gebaut, für wirklich richtige Straßensituationen nachzubilden. Im Gegensatz zu dem, was wir zu Colmar Bier schon, wo wir auf Sicherheitstrainingszentren haben. Ganz oft ist es einfach eine Fehlerschätzung von der Situation. Der Chauffeur gesagt, dass eine Barriere auf, also wird nach drüber fahren, hat aber im Vorfeld vielleicht nicht geguckt, ob drunter noch genug Platz ist, für wirklich über die Barriere zu kommen. Zum Teil kann doch mal ein Kaffee kommen, dass ich beim Zurücksetzen, weil ich noch beschäftigt will, darauf von den Nebenwänger Barriere raus, dass ich da einfach ein am Hinnenschnee vom Kamion dann auch Barriere fährt, weil den Teil von der Straße war ja frei. Oder dass ich einfach auch Zeit verschätzt und meint, da komme ich nach rüber, obwohl die Leute schon drin ist. Sobald die Leute gesagt, soll ich definitiv auf jeden Fall stehen bleiben und nicht mengen, dass ich dann im Moment nach Gift durchkomme.